Ihr wollt nochmal genau wissen, was sich wirklich dahinter versteckt, warum ich ein Adapterkabel brauche, wenn ich mit dieser EcoFlow in dieses Wohnmobil einspeisen will, dann bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Caravan und ich zeige euch jetzt, warum das lebenswichtig ist, was ich mit dem Adapterkabel hier zeige. Ganz einfach. Wir haben hier einen FI-Tester. Das heißt, damit kann ich prüfen, bei jeder Schuko-Steckdose, ob der Fehlerschutzschalter entsprechend auslöst. Und wir machen jetzt ganz einfach den ultimativen Test, ob das funktioniert, wenn ich ein ganz normales Kabel nimm zur Einspeisung fürs Wohnmobil. Das heißt, wir gehen hier ran, stecken das an, gehen hier unten in die EcoFlow, stecken das da unten an und schalten die Geschichte einmal ein. Und los geht's. So, ihr seht, die EcoFlow gibt Vollgas. Die zieht richtig Saft raus, 2500 Watt sind am Laufen und wir gucken jetzt mal im Fahrzeug, wie das sich verhält mit den 230 Volt. So, ihr seht, der Wechselrichter läuft. Wir haben hier blau, das heißt, Landstrom kommt rein, das Ladegerät lädt. Wenn wir hier mal durchschalten, wir sehen auch, hier läuft richtig Strom. Weil natürlich jetzt das Ladegerät anspringt, um diese Batterien zu laden. Hier haben wir den Wechselrichter. Alles ist easy und wir gehen jetzt an die Steckdosenprüfung, weil der Wechselrichter tut jetzt den Landstrom durchreichen. Ja, und hier sehen wir schon, nachdem ich jetzt hier meinen Tester reingesteckt habe, ups, hier ist schon alles rot. Warum ist hier rot? Zack, keine Sicherung, keine Erde, es löst kein FI aus, nichts funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Adapterkabel einfach austauschen und ich dann entsprechend einen Schutz erzeuge. So, ganz einfach, dieses Kabel, wie wir gerade gesehen haben, funktioniert nicht. Der FI-Tester ist rot, ich kann keinen FI auslösen, ich habe keine Erdung. Natürlich, wenn ich im Fahrzeug bin, spielt das jetzt alles noch keine große Rolle, aber die große Rolle kommt, oder die große Rolle spielt es dann, wenn ich zum Beispiel einen Grill, eine Induktionskochplatte anstecke, einen Elektrogrill anstecke, außen auf den Tisch stelle, am Wohnmobil anstecke und ich selber eine Brücke bin nach außen zur Erde. Und wenn dann das Gerät einen Fehler hat, dann ist es passiert. Rein theoretisch, schwaches Herz, bin ich tot. Das ist das Problem. Jetzt tauschen wir mal hier diesen Adapter aus. Zack, zack, das schmeißen wir weg. Und jetzt nehmen wir dieses Adapterkabel, wo wir gebaut haben, und stecken das entsprechend wieder an. Einmal rein. Und hier in die EcoFlow. Voilà. Die EcoFlow ist an. Und wir gehen jetzt wieder ins Wohnmobil. Gucken hier einmal, ob er drin ist. Jawohl. Wir gehen jetzt ins Wohnmobil und gucken einfach mal, was da passiert. Und was jetzt mein FI-Tester sagt, wie es da damit ausschaut. Ich habe wieder eingeschalten. Hier läuft wieder der Wechselrichter, das blaue Licht oben links läuft, das heißt Landstrom ist dran. Die EcoFlow macht ihren Job und ich schwenke jetzt einfach rum. Ich habe den FI-Tester drin stecken lassen. Zap, und schon ist er blau. Das heißt, jetzt habe ich einen entsprechenden Schutz. Wir drücken jetzt die Test-Taste. Zack. Er zählt. Bumm. Strom ist rausgeflogen, FI ist weg, Fehlerschutzschalter hat ausgelöst.
Wechselrichter ist auf grün, weil ich keinen Landstrom mehr habe. Er hat die Leitung gekappt. Und genau das ist der Punkt, worum es geht. Bei 21 mA löst er aus. Und wenn wir jetzt nach außen gehen, ist er weg, der Landstrom. Und genau so muss es sein. Das ist eine VDE-Vorschrift. Das ist fachmännisches, sauberes Arbeiten. Und so kann man entsprechend sich selbst schützen. Und das ist der Grund, warum dieser Adapter so wichtig ist. So Leute, ihr habt jetzt genau gesehen, warum das so wichtig ist. Der FI ist jetzt hier verbaut. Das ist eine wasserdichte Geschichte. Da kann nichts passieren. Das kann in der Pütze liegen. Das ist alles safe. Hängt aber hier kurz nach drin. Da kann es auch regnen. Überhaupt kein Problem. Ich drücke jetzt einfach und wir sehen es dann gleich hier unten, wenn die EcoFlow wieder anarbeitet oder beziehungsweise das Arbeiten anfängt. Ich drücke jetzt einfach wieder dran. Und schon ist hier dementsprechend wieder Gas. Wir schalten innen drin, hört man, wie der Wechselrichter wieder durchschaltet. Und schon fängt die EcoFlow wieder das Laufen an und alles funktioniert wieder. Wenn wir jetzt reingucken, ist wieder überall 230 Volt vorhanden, bis hier wieder entsprechend auslöst, wenn ein Fehlerstrom vorhanden ist. Deutlicher kann es jetzt eigentlich nicht mehr zeigen. Deutlicher kriege ich es nicht mehr hin. Ich hoffe, es hat jetzt auch jeder verstanden. Und die Kommentare, warum hier vier Steckdosen sind, warum ich das so und so nutzen kann oder warum das so und so ist. Leute, ganz ehrlich, das ist mir alles scheißegal. Für mich ist es, ich bin ein Fachbetrieb. Und wenn ihr von mir verlangt, dass ich euch eine EcoFlow verkaufe und ihr sagt mir, die ist zur Einspeisung für mein Wohnmobil, die möchte ich das ausnutzen, dann mache ich euch darauf aufmerksam, kauft euch diesen Adapter. Dann könnt ihr das ja alles tun. Aber bitte, macht's nicht mit dem, weil ihr habt sonst im Wohnmobil alles, was ihr dort betreibt, keinen Schutz. Mehr mache ich nicht, mehr sage ich nicht und mehr ist auch gar nicht mein Bestreben. Es ist einfach nur, ich bin ein Fachbetrieb und ich muss dementsprechend sauber und ordentlich arbeiten. Wenn ihr bei mir eine EcoFlow bestellt, kriegt ihr das Kabel mitgeliefert, überhaupt kein Problem. Wenn ihr ein Kabel entsprechend wollt, auch kein Problem. Bei uns im Online-Shop stehen die zur Verfügung. Und nein, für denjenigen, der mir den tollen Kommentar geschrieben hat, wir würden hier bloß Geldschneiderei machen und wollen unseren eigenen Scheiß verkaufen. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, klickt doch einfach weiter, wenn es euch nicht interessiert. Ihr braucht mir solche Kommentare nicht geben. Und da war ich auch so ein bisschen fuchsig. Ich mache meinen Kanal hier abends, teilweise nachts nebenbei, um euch mein Wissen bzw. Tipps weiterzugeben für eure Empfindungen oder für eure Empfindungsscheidungen oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Und mir dann sagen zu lassen, ich möchte bloß ein Geschäft machen oder ich möchte hier bloß was verkaufen, ganz ehrlich, bitte macht mir einen Gefallen. Solche Kommentare werde ich in Zukunft da gnadenlos löschen, weil so ein Schwachsinn will ich hier auf meinem Kanal einfach nicht mehr haben. Das regt mir auch so ein bisschen auf. Das Kabel rettet euer Leben, wenn es denn wirklich mal gefährlich wird. Und ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, einen Meter Erdspieß mit dem Vorschlaghammer ins Erdreich treiben. Auch diese tollen Kommentare waren, dann kauft ihr einen Erdspieß für 50 Euro, ein langes Massekabel und wünscht euch viel Spaß, wenn ihr das Ding dann bei einem geteerten Boden zum Beispiel ins Erdreich treiben wollt. Also mir fällt da manchmal nichts mehr dazu ein, aber muss jeder von euch selber wissen, wo hier die Intelligenz sitzt und da fallen mir auch keine schöneren Worte mehr ein, weil teilweise finde ich es echt ja, grandios, was hier alles zu lesen ist und zu schreiben ist. Das ist Fakt, das ist so und da gibt es nicht ja, aber wenn oder kann ich oder will ich. Dann kam auch noch ganz oft, kann ich denn Diesel- oder Benzingenerator zur Einspeisung nehmen. Ja, natürlich könnt ihr das machen. Überhaupt kein Problem. Aber das verhält sich damit ganz genauso. Und wer sich mit Generatoren so ein bisschen auskennt, ein Generator ist eigentlich dafür gedacht, einen Notstrom zu erzeugen für irgendwo Gebäude, wo halt irgendwas ausfällt. Daher haben die 99,9% aller Generatoren einen Erdungsanschluss. Das heißt, eine Schraube oder irgendwas, wo ein Erdungskabel angeklemmt wird, wo dann dauerhaft der Erdspieß in die Erde getrieben wird. Das ist Standard, das ist bei Generatoren so der Fall, weil dafür sind sie gedacht. Und dann habe ich auch diese Erdung ja praktiziert, was ich hier mit dem Adapterkabel künstlich gemacht habe.
Wer auf Erdspieß schlagen steht, kann das natürlich jederzeit tun, überhaupt kein Problem. Ja, hier bin ich am Ende. Ich habe euch die Sinnhaftigkeit noch einmal dargelegt, welche den Kabel, bitte entschuldigt meiner deutlichen Worte. Nur manchmal bleibt dann so ein bisschen nichts mehr anders übrig und den ganzen schlauen Kommentaren so ein bisschen Herr zu werden, musste man da mal ein bisschen Luft machen, weil bei einem bin ich wirklich empfindlich, wenn man mir Geldschneiderei unterstellt. Natürlich muss ich Geld dafür verlangen, weil schenken kann ich es nicht, weil es kostet auch Geld, weil es muss gefertigt werden. Wir machen das ja in eigener Handarbeit, sowas kann man nicht kaufen, sowas kann man nicht bestellen, das gibt's nicht fertig. Und von dem her finde ich das einfach so ein bisschen, ja, schon dreist, wenn man solche Äußerungen macht. Ihr müsst es euch ja nicht bestellen, ihr müsst es euch auch nicht kaufen und ihr müsst auch natürlich solche Videos nicht angucken. Und somit ist es eigentlich euch überlassen. Ganz einfach. Nur hier, der hier hat euch ja gezeigt, warum wir das Kabel anbieten. Und ich mache dieses Video so ein bisschen mit Nachdruck, weil es hier wirklich um Leben geht. Also ich meine, ich weiß es nicht, wenn man so Ecoflow anschließt, was eine tolle Geschichte ist, ohne Frage, oder so Powerstation, ist ja scheißegal, ob die Ecoflow oder wie auch immer heißt, einspeist, alles fertig macht, alles toll, alles schick, ist auch eine gute Idee, finde ich klasse, aber dann bitte safe, wirklich safe, weil es werden Geräte einfach auch mal kaputt und es gibt genug Unfälle und nicht umsonst ist in jeder neuen Hausinstallation ein FI Vorschrift. Also man macht es ja nicht, um Menschen zu ärgern oder um Geldschneiderei zu betreiben. Es geht hier faktisch auch um Sicherheit. Ja, super. Jetzt haben wir die Aufklärung nochmal perfektioniert. Ich habe euch nochmal bildlich dargestellt, was passiert, wie es ausschaut. Mehr kann ich nicht mehr tun. Ich sag schon fast, macht damit, was ihr wollt. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein bei all der Aufregung. Ich finde jedenfalls das Kabel sehr wichtig, wenn man diese Thematik so machen möchte, was ohne Probleme natürlich geht. Tolle Idee auch, tolle Situation. Nimmt eine Powerstation, kann man für vieles verwenden. Gleichzeitig so als Notnagel fürs Wohnmobil einspeisen, geht. Ich habe es euch vorgemacht, wie es geht. Ich danke jedenfalls fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank, dass ihr es nochmal angeschaut habt, dass ihr dabei wart. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, wie bis zum nächsten Video. Wenn ihr ganz verrückt seid, gebt mir ein Like. Und wenn ihr so richtig kürre seid, freue ich mich natürlich über ein Abo von euch. Ich verweise auch immer auf unseren Blog. Über jedes Video gibt es jetzt auch einen Blog auf unserer Homepage. Der Link ist unten in den Bemerkungen, wie man zu dem Blog kommt. Da kann man auch alles nochmal nachlesen. Und ja, ich sage bis zum nächsten Video. Ganz lieben Dank. Euer Michael. Bleibt mal gesund. Bis bald. Ciao, ciao.